Ich selber war nicht zu Hause, war bei den Nachbarn, wo die Nachbarin das gesehen hat, dass die Gestapo zu uns geht, hat sie uns versteckt. Hat sie uns versteckt in ein Nebenhaus und uns gewarnt, ja, nicht hinausschauen und ruhig bleiben. Und wir Kinder haben das nicht verstanden und sind wir nicht ruhig geblieben und immer wieder bei die Fenster ausgeschaut und beobachtet, was los ist. Bis wir sahen, dass sie unsere lieferten, dann haben wir schon Angst bekommen. Dann haben wir erst begriffen, dass irgendeine Gefahr ist. Und dann kamen sie zu dem Nachbarshaus. Und dann ist im Hof so auch Unruhe gewesen. Dann haben wir Angst gehabt, dass sie die Nachbarin auch mitnehmen und weiterführten. Und das war lang, das war bestimmt eine Stunde, bis wieder Ruhe war. Und dann kam die Nachbarin mit dem Kleinkind zu uns und sagt so, jetzt gehen wir hinaus. Da waren wir schon eine Erleichterung, dass die Nachbarin noch zu uns gekommen ist. Ich weiß nicht, wer es wäre, wenn wir da drinnen kleine Kinder alleine geblieben waren. Der Älteste war 6 Jahre, dann 3 Jahre, 4 Jahre, ich war 5 Jahre. Eine Cousine von mir, die ist zu Hause geblieben. Und die hat eine ansteckende Krankheit gehabt, eine Krätzenkrankheit. Und das haben die Gestapo gesehen und haben sie nicht mitgenommen, weil sie Angst haben von Ansteckung. Und die ist auch zurückgeblieben. Und dann kommen sie, die ist auch zu den Nachbarin gekommen und dann sind wir dort gewesen. Die Nachbarin hat gesagt, wir können nicht bei ihr bleiben, weil sie hat selber 5 Kinder und alleine, sie ist auch alleine geblieben mit 5 Kindern, weil sie die älteste Tochter und die Magd und den Bauern auch mitgenommen haben. Diesen Bauern. An dem Tag, wo sie unsere verhaftet haben, da haben sie so viele Leute verhaftet, dass ein Pferdestall in der Nähe von Eisenkappel voll war. Und die haben sie dann mit Lastwagen abgeführt nach Klagenfurt und dann in verschiedene KZ. Auch mein Taufpate, der Nachbar, der ist auch nicht zurückgekommen, der ist auch in Dachau ans Leben gekommen. Und die Tochter von Nachbar und die Magd, die sind zurückgekommen. Die waren die einzigen, die von dort zurückgekommen sind, von KZ.